Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rosenzheimerinnen, liebe Rosenzheimer, als Stadtforumvorsteher und Vorsitzender von Radio Rosenzheim darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Sommerinterview. Und zwar ein Sommerinterview mit den Fraktionen im Rosenzheimer Stadtparlament in der Stadtforumversammlung. Es gibt einen Videopodcast, das heißt, man kann sich das anschauen, aber natürlich auch, wie gewohnt, bei der Übertragung der Stadtforumversammlung gibt es eine Tonspur auf Radio Rosenzheim. Ab Freitag, den 26. Juli, 14 bis 15 Uhr, jeden Freitag, wird dieses Interview wiederholt und kann auch in der Mediathek abgerufen werden. Ja, die Rosenzheimer Stadtverordnetenversammlung hat 45 Sitze und sie gliedert sich in 5 Fraktionen. Der Größe nach ist das die SPD-Fraktion mit 11, die CDU-Fraktion mit 10, die Fraktion Die Grünen Linke Liste Abi mit 9, die Fraktion WSR mit 8 und die Fraktion FDP Freie Wähler Plus mit 3. Wer durchgerechnet hat, merkt, es fehlen 4. Das sind 4 fraktionslose Mitglieder in der Stadtverordnetenversammlung. Was ist das Ziel heute? Das Ziel ist, das letzte halbe Jahr zu beleuchten mit den, ich sag mal, Top-Themen, die im Stadtparlament diskutiert wurden, auf Basis von Anträgen, von Fragen und von Diskussionen in der Stadtgesellschaft. Wir machen das so, dass möglichst jede Fraktion hierzu ein kleines Statement abgibt. Da arbeiten wir uns nacheinander ab. Eine Fraktion müssen wir leider heute entschuldigen. Das ist die Fraktion FDP Freie Wähler Plus. Sie konnten heute leider nicht teilnehmen. Aber ich begrüße, und jetzt, wo fange ich an? Ladies first, wo fangen wir an? Frau Steinborn begrüße ich für die Fraktion Grüne, Liste Soli Abi. Ich begrüße Frau Kropp für die CDU-Fraktion. Jetzt gehe ich nach der Größe, Herr Karakaya für die SPD-Fraktion und Herrn Walschow für die Fraktion WSR. Wie gesagt, die Fraktion FDP Freie Wähler Plus müssen wir weiter entschuldigen. Ja, dann steigen wir auch direkt ein in die Themen und wir fangen sozusagen von hinten an. Was ist das jüngste Thema? Ganz wichtig für ein Parlament, für eine Stadtverordnetenversammlung ist der Haushalt. Der Haushalt wurde eingebracht, er ist jetzt sozusagen da und kann diskutiert werden. Die Fraktionen müssen sich dann irgendwann positionieren. Ich gehe davon aus, dass alle da schon mal ein bisschen Einblick genommen haben. Und deshalb aber auch erstmal nur die Grundsatzfrage, ja, wie ist denn die Erwartungshaltung an diesen Haushalt und wie will man damit umgehen? Und verwenden Sie gerne auch den Begriff AG-Haushalt, den gibt es ja weiterhin, diese AG, diese Arbeitsgruppe. Wie könnte aus Ihrer Sicht mit diesem Haushalt umgegangen werden? Ja, jetzt fangen wir bei den Herren an. Herr Walschow, Ihre Stellungnahme zum Thema Haushalt. Ja, vielen Dank, Herr Grote. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses Thema aufgerufen haben, ein neues Format ausprobieren. Ich glaube, es ist unser Hauptthema, die Menschen draußen zu erreichen und für die Arbeit zu begeistern, wie wir da im Rathaus tun, um Rosenzheim immer wieder besser zu machen. Und wenn wir jetzt mit so einem Thema anfangen, wie Sie sagen, dem Haushalt 2024, wohlgemerkt, wir haben Juli, im Prinzip der eingebracht worden ist, dann möchte ich eigentlich nur eins dazu sagen. Ein Haushalt, der eingebracht wird, in dem Vorwort auf der Vorbemerkung steht, dass dieser Haushalt nicht genehmigungsfähig ist und dem kein Haushaltssicherungskonzept unterliegt, ist eigentlich kein eingebrachter Haushalt. Das ist Schaufensterpolitik. Da bin ich schwer enttäuscht. Wir könnten jetzt stundenlang über den Haushalt sprechen, aber grundsätzlich ist hier nicht richtig gearbeitet worden und da sind wir sehr, sehr traurig drüber. Frau Steinborn. Ja, tatsächlich ist der Haushalt ja sehr grundlegend für unsere gesamte Arbeit. Ohne Geld können wir Anträge beschließen, wie wir wollen, es wird nichts umgesetzt. Also für uns ist der Haushalt extrem wichtig. Wir haben auch in den gesamten letzten Jahren uns nie rausgezogen, wie das zum Beispiel die WSR getan hat, indem sie halt nicht für den Haushalt gestimmt hat. Wir haben immer dazu gestimmt, natürlich auch oft mit Bauchschmerzen,
aus dem einfachen Grund, weil einfach sonst vieles gar nicht geht. Und das sind halt nicht nur die Vereine, die halt immer wieder zitiert werden, die dann keine Fördermittel bekommen, sondern das sind halt auch ganz viele investive Maßnahmen und wir wissen genau, wie viel wir machen müssen und wir können einfach keine neuen Maßnahmen beginnen, wenn wir keinen Haushalt haben. Und von daher, wir sehen diesen Haushalt als Übergang, der ist mit Sicherheit nicht gut und wir werden uns dem neuen Haushalt 2025 dann deutlich intensiver widmen als dem bisherigen. Ja, also die SPD wird eine Haushaltsklausur natürlich durchführen, das ist bei uns eine Tradition, um sich intensiv damit zu beschäftigen, aber Fakt ist jetzt auch, es ist uns allen bewusst, der Haushalt gibt uns nicht wirklich Spielräume. Wir werden uns dessen bewusst sein müssen. Die Frage ist eher, Sie haben es ja schon angeschnitten zu Recht, ein Haushaltssicherungskonzept wird gebraucht, so wie alles angekündigt bis Herbst. Auf dieses sind wir sehr gespannt, weil auf dieses kommt es auch an. Die Frage ist nämlich, wie priorisieren wir? Weil das ist etwas, was wir machen müssen mit dem Haushalt. Also Prioritäten setzen und sagen, das ist uns wichtig, da sind wir noch bereit, das Geld auszugeben und an diesen Stellen sind wir bereit, unsere Hausaufgaben zu machen und den Gürtel enger zu schnallen, um diesen Haushalt aber auch genehmigungsfähig zu machen. Und da ist eben die große Herausforderung, ich glaube, es ist eine große Herausforderung, weil es nicht das erste Mal, dass gespart werden muss, keine wichtigen, bestehenden Strukturen zu zerschlagen. Und da kommt eben wieder das, was ich gesagt habe, Priorisierung. Und da müssen wir es schaffen, um gemeinschaftlich das, ich sag mal, den besten Nenner für die Stadt zu erreichen und zu schauen, wie wir gemeinsam priorisieren. Ja. Vielleicht eine Nachfrage auch gerne nochmal an die Frau Steinmann. Erstmal Sie, Herr Karagaya, beim Stichwort AG Haushalt. Was ist denn da die Intention, wie man, also ein Haushaltssicherungskonzept ist nichts anderes als ein Papier, wo man aufschreibt, wo man sparen will, mal ganz knapp gesagt. Ja. Was ist die Grundhaltung, wie man in so einer Arbeitsgruppe damit umgeht, weil die soll ja weiterhin arbeiten? Also ich glaube, alle Fraktionen waren dem da sehr aufgeschlossen und haben Ideen eingebracht. Also das ist ja jetzt meine Erfahrung, so ein Willis, dass auch alle immer noch willig sind und bereit sind zu sagen, lass uns gemeinsam anpacken. Es ist ja eigentlich Aufgabe des Magistrats zu sagen, wir machen einen Vorschlag und die Stadtverordneten, die ehrenamtlich sozusagen gewählt sind, bewerten das und können dann entsprechend auch Anpassungen vornehmen. Aber wir sind ja bereit zu sagen, wir bringen auch Ideen ein. Ja? Der Magistrat wird von uns nicht allein gelassen. Ich glaube, das kann ich für alle sagen. Ja. Dann vielleicht, das ist Frau Kropp, die CDU-Fraktion, ja. Grundhaltung zum Haushalt 2024. Ja, vielen Dank, Herr Kohle, auch für das Format. Also die CDU-Fraktion wird natürlich auch eine Haushaltsklausur durchführen und man muss tatsächlich mal vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, wo kommen wir überhaupt her? Weil der Herr Waldschuk hat gesagt, das ist der Haushalt für 2024 und nicht der 2025er, mit dem wir uns jetzt eigentlich beschäftigen sollten oder zumindest in Aussicht gestellt bekommen. Und wir reden immer noch über 24. Wir sind Mitte des Jahres und für uns ist es auch ein Übergangshaushalt. Das muss man leider so sagen, weil wir haben in der Vergangenheit und ich rede jetzt vom September im letzten Jahr die Diskussion im Haupt- und Finanzausschuss geführt und haben nachgefragt, wo denn der Haushalt ist und wo auch der Einsparwille, sag ich mal, des Magistrates ist. Und es wurde halt einfach nicht bearbeitet. Und der Oberbürgermeister hat ihn damals vorgelegt, er wurde von den Dezernenten nicht bearbeitet. Jetzt haben wir einen neuen Oberbürgermeister, der den Haushalt eingebracht ist. Und ich finde, mit dem ersten Schritt, und zwar ist er digital, das sollten wir vielleicht auch mal erwähnen. Und auf jeden Fall auch für die Stadtverordneten übersichtlicher. Und da müssen wir auch irgendwann hinkommen, dass wir einen transparenten Haushalt, nicht nur für die Stadtverordneten, auch für die Bürgerinnen und Bürger haben, der auch genau sieht, wo sind die Schwerpunkte. Der Herr Karagaya hat es gesagt, so wie es in der Vergangenheit war, können wir nicht weitermachen. Wir müssen priorisieren. Wir haben aktuell die Finanzmittel, ja, aber wir geben viel zu viel Geld aus und da gab es nie Prioritäten, sondern es wurde immer nur ausgegeben. Und jetzt ist es auch an uns in der AG Haushalt und ich glaube, da haben wir immer eine sehr gute Zusammenarbeit gehabt, auch in der AG Haushalt und sehr vertrauensvoll, dass wir einfach sagen, so können wir nicht weitermachen. Wir müssen priorisieren für die Stadt und für die Stadtgesellschaft und wirklich schauen, was können wir uns überhaupt noch leisten. Und deswegen für uns ist der 24er ein Übergangshaushalt. Da ist nicht mehr viel zu retten, in Anführungszeichen, sondern unser ganzer Fokus liegt dann auf dem Haushalt 2025.
Ich will jetzt nochmal bei Herrn Walschum und bei Frau Steinmann nochmal nachfragen, Stichwort AG Haushalt. Die gibt's ja, diese Arbeitskarte gibt es ja schon länger. Wir haben da, glaube ich, keine Ahnung, 16 Mal getagt, da noch unter Bürgermeister Bausch. Ich teile die Einschätzung, dass das grundsätzlich eine sehr konstruktive Diskussion war. Was sehr auffällig ist, ist nichts nach draußen getrunken, es war ja nicht irgendeine Sitzung, das war früher nicht immer so bei solchen Sitzungen. Aber 16 Sitzungen, richtig greifbare, korrigieren Sie mich, Ergebnisse haben wir da nicht gehabt, ich will es vorsichtig formulieren. Da hätte ich gerne von Ihnen beiden nochmal eine Einschätzung, wie Sie diese Arbeit bewerten und wie man sich vorstellen kann, dort in Zukunft zu arbeiten. Wer möchte reden? Frau Stadt. Ja, das ist für mich schwierig, weil ich war vertretungsweise in der AG Haushalt, weil unsere Fraktionsspitze da vertreten ist mit der Frau Schmitz-Henkes und dem Herrn Vogt. Ich bin allerdings durchaus interessiert, da zukünftig damit zu arbeiten, weil ich ja auch unsere Fraktion im Haupt- und Finanzausschuss vertrete. Ich war in der letzten Sitzung dabei, die tatsächlich sehr gut war, fand ich. Da wurde ja mal aufgezeigt, was jetzt mit der neuen Technik möglich ist. Der Haushalt jetzt liegt ja tatsächlich, also digitale Formen gibt es ja verschiedene Abstufungen. Ne? Und in dem Fall ist es auch so, dass das nicht einfach nur übertragen wurde, dass man suchen kann und ähnliches, sondern dass man wirklich wie so Big Data mäßig das alles auswerten kann mit tollen Grafiken und so. Ich bin ein Zahlenmensch, ich bräuchte das nicht unbedingt tatsächlich. Aber es ist, wie die Frau Kopp schon sagte, eine gute Möglichkeit, es für viele verständlicher zu machen. Und es geht ja auch in Richtung wirkungsorientiert, da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Wir hatten die ganzen Jahre immer den Auftrag, bei den Kennzahlen auch Vorgaben zu machen, also wonach wir bestimmte Dinge, Produkte messen wollen. Das haben wir nicht immer getan, also weil es auch, aber auch außerhalb der Verwaltung schwierig ist, sage ich mal, überhaupt vernünftige Kennzahlen zu finden für bestimmte Dinge. Und von daher, aber ich denke tatsächlich, ich habe das auch als sehr angenehm wahrgenommen, die Atmosphäre. Und ich gehörte zu denen, die noch nicht gefrustet waren von den vielen vergeblichen Versuchen. Deshalb stehe ich der zukünftigen Arbeit sehr positiv gegenüber. Frau Steinmann, es gibt Ihnen einen riesen Vorteil. Ich glaube, die letzte Sitzung war bestimmt nicht repräsentativ für das, was wir gemacht haben. In der letzten Sitzung war es die erste Sitzung, in der wir den Plan verfolgen, den Haushalt wirkungsorientiert aufzustellen. Allerdings muss ich sagen, war das auch noch ein Weg, wie wir überhaupt dahin kommen. Ich glaube, die AG Haushalt ist entstanden aus dem Frust eines Haushalts, der aufgestellt worden ist und wir gesagt haben, so können wir nicht weitermachen. Und wir haben alle sehr viel Hoffnung da reingesetzt, Rüsselsheim auch in einer gewissen Art zu verändern. Rüsselsheim im Prinzip da voranzubringen. Denn es ist nicht nur das, was wir machen, das ist immer, wenn wir priorisieren oder sowas sprechen, sondern man muss auch darüber reden, wie wir es machen. Was erfüllen wir, was müssen wir erfüllen, wo können wir was ändern und wo überfüllen wir die Normen, die wir machen müssen, was Rüsselsheim oft macht. Wir machen es ja nicht mehr gut, wir machen es ja besser. Und da muss man gucken, kann man sich das noch leisten. Und die ersten 15 Sitzungen, Frau Steinborn, waren wirklich Beschäftigungstherapie. Also ja, wir sind nicht in die Aktion gekommen, dass man gewisse Produktbereiche diskutiert hat und dann Lösungen dafür vorgeschlagen hat und dann gesagt hat, da kann man was verändern, sondern wir haben eigentlich die Welt sehr schön erklärt bekommen, wie wir im Prinzip, wie das Rathaus seine Kosten deckt und warum das alles so sein muss. Ja, und wir waren eine gewisse Zeit, und das wäre eine sehr gute Zeit gewesen, Herr Karakaya, bereit, wirklich Einschnitte zu machen. Aber ich sage Ihnen eins in der Form, es wird sehr, sehr schwer im nächsten Jahr im Prinzip unangenehme Entscheidungen zu treffen, die uns übrigens noch mit dem Haushaltssicherungskonzept bevorstehen, das muss man schon mal sagen. Es wird nicht dafür gehen, dass wir 16 Millionen einfach irgendwo wegsparen können und keiner merkt das. Sommerinterview mit den Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen im Rüsselsheimer Stadtparlament. Wir bleiben noch beim Thema Sicherheit, Stichwort Stadtpolizei. Das ist ein Instrument, das die Kommunen hat, um für Recht und Ordnung zu sorgen, mit ganz bestimmten Kompetenzen. Frau Kropp, wie sieht die CDU-Fraktion die Aufgabenstellung für die Stadtpolizei?
Ja, ich würde es noch mal kurz ergänzen, was der Herr Weitschuk gesagt hat. Also der Herr Oberbürgermeister Patrick Burkhardt hat ja uns auch zugesichert als Fraktion, dass sobald die Stadtpolizei bzw. alle Stellen der Stadtpolizei auch besetzt sind, dann mit uns spricht und uns das Konzept vorstellt. Welche Aufgaben hat die Stadtpolizei, wo genau sind sie zu sehen? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Meldungen der Bürgerinnen und Bürger und die Wahrnehmung. Und deswegen finde ich das wirklich sehr gut, dass auch, vielleicht ist das auch ein Thema für eine Bürgerversammlung, tatsächlich mal vorgestellt wird, was macht denn die Stadtpolizei und für was ist sie nicht zuständig. Sicherlich muss bei der einen oder anderen Sache auch die Landespolizei unterstützen, weil ich glaube, wir überschätzen da auch die Kompetenzen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch nicht so sattelfest, was jetzt im Einzelnen der Einsatzbereich der Stadtpolizei ist und wo dann tatsächlich irgendwann auch die Landespolizei eingreifen muss. Und deswegen finde ich das Angebot von Herrn Oberbürgermeister sehr gut, uns da auch mal zu informieren, wie er sich jetzt genau auch die Arbeitszeiten vorstellt, die Einsatzpläne und was genau auch die Aufgaben dann zukünftig sein werden. Herr Karakaya, wie soll die Stadtpolizei sinnvoll eingesetzt werden? Die SPD hat da auch Anträge dazu gestellt. Und danach auch Frau Steinmann noch zu der Stadtpolizei. Wie sehen die Grünen? Wo soll die Stadtpolizei hin? Was soll gemacht werden? Was vielleicht auch nicht? Ja, also wir haben entsprechend uns jetzt mehrere Jahre mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt, haben Interviews mit Bürgern geführt, haben Bürger eingeladen, wo sie ihren Input auch reinspielen konnten. Wir haben diverse Anfragen, Anträge gestellt, die auch Ergebnisse hatten, die wir mit in die Bewertung einfließen lassen haben. Und am Ende kam eben dieser Vorschlag zur Reform der Stadtpolizei und das Thema eben sich in die Stadt anzupacken. Und wir sagen, die Stadtpolizei kann natürlich nicht die Aufgaben der Landespolizei. Auf der Webseite der Stadt sieht jeder Bürger, der sich dafür interessiert, wo sozusagen die Kompetenzen einer Stadtpolizei liegen. Und wir sagen eben, die Stadtpolizei soll im Rahmen dieser Kompetenzen in der Innenstadt gebündelt werden. Als erster Fokus mit den Personalkapazitäten, die wir haben. Weil wir können auch nicht sagen, wir stocken auf personell. Das erlaubt uns der Haushalt nicht, über den wir ja schon gesprochen haben, Stand jetzt. Aber mit den Ressourcen, die wir haben, sollten wir sie zu den Kernzeiten, wo die Menschen eben da sind, und das ist in der Regel hier, wo die Probleme in der Innenstadt vielleicht entstehen, jetzt in nachmittags, Abendstunden, auch am Wochenende, abends, das sind die Zeiten, die abgedeckt werden sollten, primär. Und wenn dann auch Kapazitäten sind für andere Aufgaben und ähnliches oder andere Einsatzfelder, morgens an den Schulen was zu regeln, vielleicht in einer anderen Kontrolle mitzumachen, mit dem Ordnungsamt, das sind ja Teilaufgaben, die die Stadtpolizei hat. Das kann dann auch mit angepackt werden. Wir wollen, dass sie zentral gebündelt wird, sichtbar ist, im Halbstundentakt eben patrouilliert. Wenn sie in einem der schönen Cafés sitzen, die belebt sind, dann müsste faktisch jede halbe Stunde müsste da die Stadtpolizei an einem vorbeitrudeln. Das muss das Ziel sein. Dann sieht man sie, sind sie greifbar und das gibt einem nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl. Die Frage ist aber eher, löst es das Problem? Und da sage ich nein. Die SPD hat die Haltung, das ist eine Symptombekämpfung, nicht die Ursachenbekämpfung. Die Ursachenbekämpfung, hat Frau Steinmann schon angesprochen, ist im Prinzip eine funktionierende, belebte Innenstadt zu kreieren oder wieder einen, also den Weg dorthin zu gehen, um die Stadt zu verändern. Das da ist gleich drauf, der Mensch. Das ist es. Deswegen endlich mal mit seiner Stelle. Ja, wir waren, als die Stadtpolizei ins Leben gerufen wurde, das war ja damals auch schon der jetzige Oberbürgermeister, der es damals initiiert hatte, in seiner ersten Amtszeit, waren wir nicht so die großen Freunde der Stadtpolizei, weil wir einfach der Meinung sind, dass das eine hoheitliche Aufgabe ist, sobald es halt über Verkehrsdelikte, Parkvergehen etc. hinausgeht und dafür die Landespolizei zuständig ist. Jetzt wissen wir aber, die werden nicht mehr machen. Und wenn wir mehr haben wollen, dann müssen wir in die Stadtpolizei investieren. Und dann muss es uns aber auch was bringen. Und wir sind also gar nicht glücklich, wie das bisher gelaufen ist. Also das in der Innenstadt, ich meine, da sind wir uns ja ziemlich einig, das war so ziemlich die schlechteste Lösung, dieses Büro, weil es ist, wir wollten ja eigentlich, dass die Leute ansprechbar sind, dass sie sichtbar sind. Und das geht aus vielen Gründen gar nicht. Es wurde ja auch erläutert, warum diese verdeckten Scheiben, warum abgeschlossen ist.
man muss ja auch an die Sicherheit der Mitarbeiter der Stadtpolizei denken. Es ist ja nicht so, dass wir bei Wünschtäter sind, sondern man muss auch die Leute im Blick haben. Scheinbar, die sind ganz sicher. Ja, also das ist nicht so ganz. Ja. Und tatsächlich, ich weiß nicht, also ich persönlich, weiß nicht, ob ich da für die Fraktion spreche, habe ein bisschen ein Problem damit, dass wir das so oft nur auf die Innenstadt fokussieren. Aber wenn wir mit den Ressourcen sehr sparsam umgehen müssen, und das müssen wir, wird es gar nicht anders funktionieren, gehe ich mal davon aus. Also die Stadtteile, die werden ja nur mit den Autos befahren. Und ich ist ja bekannt, ich wäre ja dafür, dass die sich häufiger auch auf dem Fahrrad bewegen würden, einfach um auch ansprechbar zu sein. An jemanden im Auto spricht man halt nicht mehr. Und das gibt ja in anderen Städten durchaus auch. Aber ich sehe auch tatsächlich, dass man diese Stellen auch besetzen muss. Und wenn wir denen nur anbieten, am Wochenende und abends zu arbeiten, wird es noch schwieriger, Leute zu finden, die das machen. Also man muss ja einfach auch mal realistisch bleiben bei solchen Dingen. Wie gesagt, also wir stellen die Stadtpolizei nicht mehr in Frage. Das war am Anfang vielleicht anders. Aber wir werden mit dabei, darüber nachzudenken, wie man sie anders aufstellen kann. Ich finde es erstmal ganz interessant, dass man auch einfach mal sagt, da hat sich eine Haltung verändert. Politik wird ja immer auch noch so wahrgenommen, die sagen mir dasselbe, haben wir die gleiche Haltung, das ist nicht mehr so. Ich weiß, bei der SPD-Fraktion war früher Videoüberwachung auch, hat einen anderen Schwerpunkt gehabt. Das muss man einfach mal so festhalten, also Politik ist auch kein letztes Schiff. Ein Wort ist schon sehr oft gefallen bei den Statements, Innenstadt. Die Innenstadt ist das Gesicht einer Stadt und deshalb ist sie natürlich wichtig. Ich glaube, was man für Rosenheim sagen kann, mit unterschiedlichen Bewertungen, aber so ganz zufrieden ist, glaube ich, keine mit der Innenstadt in Rosenheim. Da gibt es Punkte, wo man sagt, das könnte besser, das könnte schöner werden. Wir haben uns im Stadtparlament intensiv mit dem Thema Innenstadt schon in der Vergangenheit beschäftigt, auch in der jüngsten. Es gibt dazu Anträge, die sind zum Teil verschoben worden, aber mir geht es eher um die grundsätzliche Frage, und das finde ich ganz gut, wenn die Fraktionen da sich mal äußern. Wir haben uns auch im Stadtparlament mal angehört, was machen denn vergleichbare Städte, wie Offenbach. Ich denke, das war, kann man sagen, war zumindest mal interessant, kann man so oder so bewerten. Aber einfach mal gucken, man muss ja nicht alles selbst erfinden, man kann ja mal gucken, was machen denn andere, die ähnliche Probleme mit ihrer Innenstadt haben. Deshalb, jetzt beginnen wir wieder mit Frau Kropp, Thema Innenstadt. Ja. Ja, die Schwerpunkte der CDU-Fraktion, Thema Innenstadt. Was sind da für Flöcke einzuschlagen, auf was ist zu achten, was sind Punkte, die man da besonders angehen möchte? Also ein Thema, noch mal kurz, ich musste hinter dem Bogen noch mal auch zur Stadtpolizei noch mal schlagen und da auch gemeinsam mit der Landespolizei gerade die illegalen Glücksspielautomaten. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie die Zusammenarbeit auch sehr gut funktionieren kann. Hat natürlich auch so in gewisser Weise mit der Innenstadt zu tun. Und die Innenstadt ist ja... die hört ja auch den Bahnhof nicht auf. Also wir haben auch den Geiersbühl, da hatten wir, also die CDU-Fraktion, jetzt gerade auch Bürgergespräche, da haben wir genauso ein Thema, was die Sicherheit angeht. Und ein Thema ist die Stadtpolizei, die Landespolizei, Sichtbarkeit zu haben und da einfach tatsächlich, ich muss es so sagen, auch mal aufzuräumen, Wildparken zu unterbinden. Also das sind einfach auch wirklich ganz, in Anführungszeichen, einfache Sachen, die man umsetzen kann. Wir waren letztes Jahr an der Hochschule Rhein-Main und da war ein ganz, ganz großes Thema studentisches Wohnen. Und das sehen wir auf jeden Fall in der Innenstadt und der Herr Waldschuk hat es schon gesagt, wenn man abends unterwegs ist und wir sind auch häufiger abends in der Stadt unterwegs, ja, man hat diese Gaststätten, Bistros, die in der Zwischenzeit wirklich sehr, sehr gut besucht sind. Und wenn man das verbinden kann mit studentischem Wohnen plus ein attraktives Angebot, und da ist sicherlich auch die Wirtschaftsförderung auch und der Gewerbeverein mit ins Boot zu holen, wie man hier Ideen entwickelt, dass man nicht den 50. Friseurladen hat, sondern wirklich attraktives Angebot, um wieder Menschen in die Stadt zu bringen. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da sind wir auch natürlich mit Vertretern auch aus der CDU-Fraktion im Gewerbeverein vertreten, was sicherlich auch ein Thema ist. Und wir müssen aus meiner Sicht gerade dieses studentische Wohnen viel mehr nach Rüsselsheim holen. Dann haben wir natürlich auch, was passiert mit Gebäuden, Leerstand, mit der Brandruine, die da schon seit Jahren steht. Der Canadian Club wird nicht weiterentwickelt. Ja, und da wird es natürlich auch jetzt Veränderungen im Magistrat geben. Und da sind wir
guter Dinge, dass sich so, also Brandruinen nicht über Jahre hinweg weiterhin ja, umgebaut irgendwo in Rüsselsheim mitten in der Innenstadt liegen. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen unzufriedenen Haltung, was ich durchaus verstehen kann, weil es ist einfach nicht schön, wenn man sich in der Stadt nicht wohlfühlt, geht man da halt auch sehr um die Hände. Also vielen Dank. Herr K.K., es gibt Baustellen, Frau Kropp hat es gerade genannt, die seit Jahren unbefriedigend sind, Innenstadtruinen, anderes wurde genannt. Die Frage ist, wie geht man es an? So ein großes Thema wie Innenstadt mit leeren Kassen, sind wir mal ganz ehrlich, nicht ganz einfach. Was sagt die SPD-Fraktion? Was ist der Rahmen? Wo soll die Reise hingehen im Bereich Innenstadt? Ja, wir haben dazu einen Antrag eingereicht, die CDU macht ja da natürlich mit, wir haben einen gemeinsamen Antrag und laden auch die anderen Fraktionen dazu ein. In der letzten Sitzungsrunde hatten wir eine Mehrheit dafür, haben aber gesagt, wir würden gerne nochmal eine Runde drehen, um auf die Fraktionen zuzugehen, weil es uns ein so wichtiges Thema ist, dass wir da sehr breit gemeinsam sagen, okay, in die Richtung soll die Innenstadt gehen. Weil wenn wir das zusammen machen und gemeinsam stehen, können wir das auch sehr gut in der Bevölkerung vertreten, die Leute mitziehen und die Leute animieren, diese Veränderung mitzutragen. Es wird eine Mammutaufgabe, ich sage es, wie es ist. Es ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Es ist etwas, das viele Schritte braucht und Zeit. Es wird vielleicht in Summe 10 bis 15 Jahre dauern können, um dieses Projekt in Summe zu wuppen. Aber man muss eben sich überlegen, wohin soll die Reise gehen? Und da haben wir eben den Aufschlag gemacht, dass der Ball ins Rollen kommt. Unsere Vorstellung ist im Prinzip zu sagen, wir wollen eine Innenstadt, die, Frau Kropp hat es schön gesagt, ländliches Wohnen beinhaltet, aber auch hochwertiges Wohnen, die vor allem aber auch auf diese Gastronomie-Optionen, Varianten setzt, weil das zieht in Rüsselsheim. Wenn wir jetzt schauen, wie nah wir viele Shoppingmöglichkeiten und ähnliches haben, also wenn wir versuchen, diese Formen der Innenstadt nachzuahmen oder unsere alten Innenstadt, wie sie früher war, nachtrauern und versuchen, die wieder zu rekonstruieren, das wird nicht funktionieren. Ich sage mal, wir müssen ein anderes Süppchen brauchen, um es mal einfach zu sagen. Und zwar eins, das hier funktionieren kann, ein Alleinstellungsmerkmal zu kriegen. Ich sag mal, eine ausgehende Stadt, die Kultur beinhaltet, die diverse Gastronomien, Bars, Restaurants beinhaltet, die aber auch Nahversorgung beinhaltet und eben doch einen Teil Shopping. Wir haben hier gute lokale Anker, Frau Junginger, Herr Hartmann und so weiter. Da sind Möglichkeiten, dieses auch auszubauen, aber das alleine wird Ihnen nicht reichen. Die Komponenten, ich sage, noch ein entscheidender Punkt, dann bin ich auch schon zu Ende. Es muss im Prinzip so aufgesetzt werden, dass nicht von einer Sorte Geschäftsform, Friseurladen oder Dönerladen oder wie auch immer, 17 Stück vertreten sind, sondern es muss auch Satzungen geben, die sagen, von dieser Art Geschäftsform brauchen wir X und so viele von der Geschäftsform. Damit wir eine gute Mischung hinkriegen. Auch da müssen wir mitarbeiten. Und Sie haben recht, Wirtschaftsförderung, Gewerbeverein, da müssen die Spieler mit an Bord geholt werden, vor allem die Eigentümer der Immobilien. Das ist ganz wichtig. Ohne die wird es nicht funktionieren. Frau Steinborn, als Grüne vermute ich mal, da muss mehr Grün in die Innenstadt, könnte vielleicht ein Punkt sein, aber sagen Sie uns mal, wie sieht die Grüne, also aus Sicht der Grünen, die Innenstadt der Zukunft in Rüsselsheim aus? Also mehr Grün in den Städten schadet natürlich. Also gerade dieses Jahr ist es aber ja noch nicht so verwöhnt worden, aber gerade die letzten beiden Jahre mit den extrem heißen Sommern, da ist man jedem Raum dankbar, der da steht. Ich würde mich auch freuen, wenn alle Brunnen wieder laufen würden, davon mal abgesehen, aber das ist wieder ein Haushaltsthema. Ich würde aber nochmal drauf, also es ist ja nicht so, dass wir die letzten Jahre nichts gemacht hätten in der Innenstadt. Also das ehemals Karstadt-Gebäude, da haben wir ganz viele Brunnen in die Innenstadt geholt. Ganz nah an der Innenstadt würde ich auch mal dazu zählen, diese Wohnanlage der Gebobau, ich weiß nicht, wie heißt die am Park, die jetzt mehrfach auch als Wohnen am Wernerplatz, die mehrere Preise auch für gute Architektur bekommen hat. Das in Rüsselsheim von der Gebobau, das muss man auch mal sehen. Also von daher, mehr geht natürlich immer. Und ja, von daher, also was uns forscht, ganz persönlich mir, ich habe mir das damals, als wir die Drucksage Opel Altwerk, also Motorbird hatten,
Da haben wir uns das so schön vorgestellt, diese Achse Motorworld Richtung Main und Richtung Bernerpark, wo die Leute quasi durch die Stadt flanieren können und dann so diese Anker am Ende haben. Das wäre so meine Vorstellung von der Zukunft, weil viele Dinge, die der Herr Kabakaya zum Beispiel angesprochen hat, die würden alle in die Motorworld passen. Ja, ein studentisches Wohnen war das alles vorgesehen. Momentan hängt es, ich weiß tatsächlich nicht woran. Corona kann ja nicht an allem schuld sein, ist natürlich noch, die Baubranche ist ziemlich durcheinander geraten, aber da setze ich persönlich noch große Hoffnung, dass dort die Entwicklung einfach vorwärts geht und dann könnten wir viele Dinge von denen, die angesprochen worden sind, einfach umsetzen. Ich nehme mich selber an der Gruppe. Ich bin so frei. Es ist natürlich nach drei Vorrednern zwar nicht einfach, aber ich bin mal froh, dass noch nicht alles im Prinzip gesagt worden ist. Es ist auf jeden Fall, Frau Kopp hat gesagt, Stillstand beenden. Ja? Ich sag mal so, dass wir uns das gefallen lassen, dass ein Gebäude 5 oder 6 Jahre abgespannt dasteht, da sind wir dran schuld. Wir, unsere Verwaltung, unser hauptamtlicher Magistrat. Es gibt im Baugesetzbuch Möglichkeiten, die Eigentümer zu enteignen, im Prinzip, wenn sie da nichts machen, weil einfach die Innenstadt verrottet, sehe ich beim Candy ähnlich, ja, in dem Rahmen. Also von daher hätten wir dort Möglichkeiten, etwas zu tun. Das andere ist Entwicklung forcieren. Frau Steinborn, Sie haben es richtig gesagt. Der Punkt ist, wir machen für die Motorworld einen genialen Bebauungsplan. Und wir haben das Motorworld-Gelände damit wahrscheinlich im Wert verdoppelt. Ja, mit dieser Bausicherheit, mit dem Wert, was da ist. Und was passiert? Nichts. Wir verkaufen uns unter Wert. Ja, also die, die diese Dinge vorausbringen, verlangen keine Gegenleistung dafür. Wir machen den Bebauungsplan und wenn der Bebauungsplan fertig ist, geht es in 2 Jahren oder spätestens los. 1.1.2018, Neujahrsanfang 2018, wurden uns die Pläne von der Motorworld präsentiert. Ja, ins Opel-Altwerk ist das Rollwerk eingezogen, das ist geschehen, jetzt wissen wir noch nicht, wo das hingeht, es geht nicht weiter, wird immer verlängert. Wir müssen einfach gucken, was da passiert. Und dass da nichts passiert, ich glaube, da müssen wir von der Stadt aus, von den Hauptamtlichen aus, mehr im Prinzip Druck ausüben, dass da was passiert. Wenn das nicht klappt, müssen wir mit Opel sprechen. Das ist die nächste Chance, haben wir übrigens auch noch nicht drüber gesprochen. Dass wir einfach über die Opelflächen sprechen, die vielleicht hinter dem Altwerk liegen. Dass wir die öffnen, dass wir dort eine Kultur schaffen, wo die Leute feiern, Party machen können, wo Ausstellungen sein können. Also irgendetwas machen, was Rüsselsheim auszeichnet, wo wir ein Unikat sind und wo wir was machen können. Und ich glaube, Opel wäre bereit dazu. Also ich spreche mit den Leuten darüber, dass das funktioniert. Also wir haben echt Möglichkeiten und Rüsselsheim steht vor einem Wandel, den wir wirklich besser nicht kriegen können. Wir kriegen die Opelflächen bebaut. Wir kriegen im Prinzip irgendwann hoffentlich das Altwerk in Bewegung und dann wird man Rüsselsheim nicht mehr wiedererkennen und irgendwann dann die Leute so wie nach Hanau gucken und fragen, wie Rüsselsheim das geschafft hat. So, mit Blick auf die Uhr machen wir jetzt eine Schnellrunde zu 2 Themen, die in Rüsselsheim eine große Rolle spielen, aber ich glaube, man kann da auch punktuell mal sagen, da liegt unser Schwerpunkt. Das eine Thema, wir gehen aus der Innenstadt, aus dem Zentrum raus, wir gehen nach Bauschheim, da gibt es ein großes Projekt, das ist die Eselswiese. Da gibt es einen Vorschlag von den Grünen, darüber nachzudenken, könnte man sich da ein Rechenzentrum vorstellen. Einfach mal eine kurze Einschätzung, können wir uns gut vorstellen, haben wir Schwierigkeiten damit. Und das zweite Thema ist auch ein sehr emotionales Thema in dieser Stadt. Das Theatergebäude ist sanierungsbedürftig. Das wird richtig teuer in Rüsselsheim und wir haben kein Geld. Auch da eine Grundhaltung, wo ist die Grenze, was machen wir mit, wo haben wir Probleme. Dazu kann man, glaube ich, was sagen. So, jetzt muss ich überlegen, damit ich nicht böse angucke, wer fängt an. Frau Steinborn, fängt mit der schnellen Runde an. Zu den 2 Themen bitte ein kurzes Statement. Dann bemühe ich mich mal, einen Maßstab für schnelle Antworten zu setzen. Sehr gut. Der Antrag Eselswiese Rechenzentrum stammt ja von uns. Es ist eher ungewöhnlich, dass die Grünen da jetzt ein Rechenzentrum haben wollen, aber wir wollen ein Nahwärmenetz, das haben wir beschlossen und wir wissen nicht, womit wir es beheizen sozusagen. Und die Rechenzentren sind nichts anderes als große Öfen im Endeffekt, ja, die unheimlich viel Wärme produzieren. Und wir halten es für wichtig, zumindest zu prüfen, ob das eine Lösung wäre für das Gebiet Eselswiese. Vor allem, wir haben ja den Platz, das ist ja ein Gewerbegebiet, da kann das mittragen. Zweites Thema, Theater. Ich kann das nicht an der Summe festmachen. Also das ist ja ein Projekt über viele Jahre. Also
wir müssen es ja erhalten, weil es ist jetzt unter Denkmalschutz. Also wir können gar nicht mehr, also wir könnten es leer stehen lassen. Aber auch da müssten wir es zumindest erhalten. Von daher, das macht für uns überhaupt keinen Sinn. Und Theater ist ja nicht nur Theater, da hängt ja noch ganz viel dran, der ganze Treff. Da sind die Bücherei, da ist die Vereinsräume, da sind ja auch Büroräume. Muss man ja vielleicht auch mitsehen. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht trotz Denkmalschutz im Theater auch eine Modernisierung hinbekommen für eine breitere Nutzung. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Veranstaltungen im großen Saal für irgendwelche Firmen oder so, sondern mehr, dass die kleinen Ecken mehr bespielbar sind. Also wir haben das ja jetzt schon versucht mit Foyer, die Hinterbühne für die Jugend etc. Von daher, also, aber wie gesagt, eine Summe ist schwierig. Aber ich denke, wir müssen anfangen. Das ist wichtig. Kurz und knapp. Ja, Rechtszentrum Gissenswiese, die SPD-Fraktion hat ja als einzige Fraktion dagegen gestimmt. Wir wollen jetzt nicht, dass der Bauplan nochmal geändert wird. Wir halten auch ein Rechtszentrum Gissenswiese eigentlich nicht für die Lösung. Wir würden uns auch wünschen, dass die Baustelle sich dazu erstmal äußern, bevor die Stadtverordnung halt irgendwie in eine Richtung arbeiten lässt. Wir sagen ja, die Verwaltung hat viel zu tun, aber es ist jetzt, wie es ist. Es wird jetzt geprüft. Aber nur ein Rechenzentrum der Abwärmebewegung dahin zu bauen, macht nicht so viel Sinn. Für uns ist es relevanter, dass Gewerbesteuereinnahmen reinkommen auf der Insel. Wir haben ja gesagt, kleine mittelständische Unternehmen, vor allem eben kleine Unternehmen, sollen sich dort realisieren. Vor allem auch, wenn möglich, gewerbesteuerstarke Unternehmen, Handwerk etc. Das, was auch ein bisschen besser zu Baustein passt und eben keinen Platz auf der Edelzwiese hat, auf dem Altwerk der Opelflächen. Dort ist Platz für Rechenzentren und da wäre es auch angebracht aus meiner Sicht, im Vergleich, aber so viel dazu. Zum Thema Theater, sehr problematisches Thema, sehr hochemotional. Wir haben auf der einen Seite nur 95% externe, die das Theater nutzen, auf der anderen Seite haben wir jetzt den Denkmalschutz. Wir haben leere Kassen. Der Denkmalschutz ist übrigens außen sowie innen, sodass wir eigentlich, das wurde jetzt gesagt vom Bürgermeister im Ausschuss oder in der SCV, ich bin mir ganz sicher, welchen der Gremien er das gesagt hat, aber das Thema ist, dass wir da nicht viel verändern können. Die Frage ist auch, wie hoch ist der Sanierungsbedarf? Und der Sanierungsbedarf wird erschreckend sein. Das ist aus unserer Sicht zu prüfen. Also davon bin ich überzeugt, es wird sehr teuer. Und da müssen wir uns eher fragen, sind wir bereit zu sagen, die stellen Schule X, Schule Y, Kita Y Jahre nach hinten, bevor das Theater sind. Und das wird echt ein schwieriges Thema, weil wir wollen erst alle Fakten auf den Tisch haben, bevor wir irgendwie Fakten schaffen. Ja. Okay. Also erstmal ist es ja ein Prüfantrag mit dem Rechenzentrum kommt zur Eselswiese. Und die CDU-Fraktion hat auch zugestimmt, weil es genau problematisch ist mit der Wärmeplanung. Von daher sehen wir Rechenzentrum und das muss man sich jetzt nicht vorstellen wie in Königstetten, sondern wer das mal googelt, es gibt durchaus sehr schöne und auch gepflanzte Rechenzentren. Also da sind wir auch schon einen Schritt weiter. Deswegen haben wir diesem Prüfantrag auch selbstverständlich zugestimmt. Und gerade das Thema Gewerbesteuer, da ist, wenn man das tatsächlich auch gut verhandelt, sicherlich auch Gewerbesteuer für die Stadt Rüsselsheim drin. Also es ist ja nicht so, dass wir da leer ausgehen, wenn ein Rechenzentrum nach Bauschein kommt. Es ist ein Prüfauftrag, es wird sowieso dem Ortsbeirat in Bauschein vorgelegt, also von daher ist es okay und hat auch unsere Zustimmung gefunden. Das Theater. Ich glaube, es war im Dezember, als ich noch irgendwann eine vielleicht auch sehr emotionale Rede gehalten habe und das Stadtparlament doch mal zur Vorsicht aufgerufen habe und auch noch mal zum Nachdenken, weil es war sehr emotional und es wäre sehr, ja, wir geben jetzt hier einfach mal 25 Millionen oder weiß ich was frei für das Theater, wo ich sage, Moment mal, der Herr Karakaya hat es gerade gesagt, also wir geben fürs Theater, was sehr viele Externe nutzen, sehr viel Geld aus, obwohl unsere Kassen klamm sind und wir wissen, wie unsere Kitas und unsere Schulen aussehen. Und ich habe damals schon gesagt, ich möchte keiner Schulgemeinde sagen, wir sanieren jetzt erstmal das Theater und danach kommen irgendwann die ganzen Schulen, sondern für uns muss gerade auch Schulen und Kitas erste Priorität haben. Jetzt hat uns das Denkmalamt eingeholt und wurde auf das Theater aufmerksam. Es bleibt uns jetzt wahrscheinlich gar nichts anderes übrig. Ich hoffe nur, dass der Denkmalschutz der Stadt Rüsselsheim mit ihren klammen Kassen auch ein bisschen Geld mitbringt. Weil ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher wir das Geld nehmen sollen.
Und da bin ich auch sehr gespannt auf die Entwicklung. Wir haben mit vielen Experten drauf geguckt und wir haben auch selber in der Fraktion Experten und Bauexperten, die gesagt haben, mit dem Budget bekommen wir es niemals hin. Von daher sind wir da auch sehr vorsichtig. Wir hatten natürlich auch Ideen, dieses Theater anders zu nutzen, für ein Konferenzzentrum es komplett umzubauen und zu sagen, es kann nicht nur ein Theaterspielplatz oder ein Spielbetrieb sein, weil wir eben Gastspielhaus sind, wir haben kein eigenes Ensemble und von daher muss es anders genutzt werden und viel mehr genutzt werden. Das Theater oder ein Konferenzzentrum muss sich irgendwann auch selber tragen. Es kann nicht sein, dass alle Bürger für Externe und auch ein paar Rüsselsheimer tatsächlich diese Gebühren zahlen und die Zeche zahlen sozusagen und das auf Kosten dann von weniger Investitionen in Schulen, das gerade so nicht wird. Herr Wascho, bitte. Kurzes Statement. Eselswiese, Rechenzentrum Prüfantrag haben wir mitgetragen. Es geht darum, dass wir nicht wissen, womit wir dieses Nahwärmenwerkzeug speisen können. Da ist das Rechenzentrum ein. Es geht aber auf keinen Fall, das ist jetzt noch nicht gesagt worden, die komplette Gewerbung mit Eselswiese im Rechenzentrum ein Teil. Und zwar da soll ermittelt werden, was notwendig ist. Gute Idee könnten wir folgen. Theater ist viel spitzfindiger in dem Rahmen. Also in dem Rahmen. Ich höre jetzt im Prinzip hier, was man machen soll. Die WSR hat ein ganz klares Bild gezeichnet. Erstens, das Theater ist kaputt, es gibt Schäden, des Theaters stört worden. Wir haben beschlossen, den ersten Teil des Antrages, dass diese Reparaturen gemacht werden. Und dann haben wir noch beschlossen, dass wir gucken, was die Sanierung kostet. Wir haben gesagt, und das sage ich ganz deutlich, weil Kultur ist wichtig, Kultur kostet auch Geld, und einen Teil dessen würden wir ausgeben, dass wir bereit sind, bis zu 25 Millionen für die Sanierung ausgeben. Und jetzt gibt es etwas Neues in unserer Zeit. Nicht, gebt mir das, was ich brauche, wenn ich mehr brauche, gebt mir mehr, sondern ein Design der Sanierung bei einem Budget. So, und wenn im Prinzip das, was hier gesagt wird, am Tisch nicht kommt, dann werden wir im Prinzip auch notfalls das Theater stilllegen. Ja, also in dem Rahmen. Wenn Sie es nicht schaffen und Sie haben viel Arbeit, Sie haben Architekten damit beschäftigt, Sie haben die Dinge angeguckt und Sie haben gesagt, es kostet 25 Millionen. Wenn Sie es nicht dafür schaffen, dann wird es halt geschlossen. Oder man findet einen anderen Weg. Also das ist es. Wir sind bereit, das viel Geld auszugeben, auch in Verbindung die Schulen zu machen. Herr Karrei, Sie haben noch nicht in den Haushalt geguckt. Es gibt eh nicht keine neuen Investitionsplanungen. Wir machen nur das alte weiter. Gucken Sie mal, ob wir den Investitionsplan haben. Also das ist im Prinzip das, was wir machen wollen, damit das geht. Und das kann mit einer erhöhten Anstrengung passieren. Und ich glaube auch, dass wir das hinkriegen. Ich glaube, wir haben eine Stunde geschafft. Das war das Format, die Vorgabe und ein neues Format. Vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Sie haben sich auch schon geäußert, fanden das nicht schlecht. Wir hoffen, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch annehmen, dass man sagt, wir informieren uns über die Kommunalpolitik in Rüsselsheim und nicht über eine sehr lange Stadtverordnetenversammlung, sondern mal eine Stunde reinhören, was sind die Top-Themen bei den verschiedenen Fraktionen. Ich freue mich über die Rückmeldung, die zu diesem Format kommt. Und wenn das gut angenommen wird, dann können wir das gerne auch fortsetzen. Nochmals vielen Dank. Vielen Dank an Achim Weidner für die Technik, die Aufzeichnung. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.